Brücke und ja, das ist alles ein bisschen runtergekommen hier. Habe ich alles ein bisschen anders in Erinnerung aus meiner Kindheit. Das Schloss ist bis so, ja, naja, 500 Meter darüber. Das ist der private Teil des Gartens, des Schlossgartens von und so weiter. Für Kinder glaube ich ganz gut. Da vorne mündet die Wied in den Rhein. Also hallo zusammen, guten Morgen YouTube, guten Morgen Leute. Ja, ich würde mal sagen, neuer Vlog-Tag. Der Sommer hat ein bisschen eine Pause eingelegt. Ich habe heute frei. Eigentlich müsste ich Gartenarbeit machen, aber ich hatte die Auswahl zwischen Gartenarbeit oder einem kleinen Vlog. Und da habe ich mich doch einfach mal ganz spontan fürs Vloggen entschieden. Macht mir mehr Spaß wie die Gartenarbeit, aber die Gartenarbeit muss trotzdem gemacht werden. Muss ich sie halt morgen machen. Whatever. Ihr seht, ich bin in Neuwied. Da hinten seht ihr die Raiffeisenbrücke. Es gibt so einen kleinen Vlog heute aus Neuwied am Rhein. Und da möchte ich euch ganz gerne mal den Schlosspark zeigen. Ich war schon ewig nicht mehr da. Also bestimmt seit 15 Jahren war ich nicht mehr in dem Schlosspark. Und bin mal gespannt, wie der mittlerweile aussieht. Ich habe ja gehört, der war ziemlich runtergekommen. Aber dann haben sie wohl ein paar Maßnahmen hier ins Leben gerufen, um den ein bisschen aufzupeppen. Ich bin mal gespannt, ob das was wird hier, ob das ein schöner Vlog ist, ob der Schlosspark sehenswert ist. Wir werden es sehen. Wie gesagt, ihr seht, das Wetter ist auch ein bisschen grau in grau. Wie gesagt, gestern hatten wir noch 29 Grad und heute haben wir 17 Grad. Allerdings soll der Sommer morgen wiederkommen. Deswegen mache ich mir da keine Sorgen. Ist auch mal schön, wenn man mal so einen Tag ein bisschen Abkühlung hat. Das Wichtigste ist halt, dass es nicht regnet. Und vielleicht mache ich ein paar schöne Fotos und ein paar Timelapsen. Und ich lasse mich einfach mal jetzt, hol euch mal in die Hand. So. Und lasse euch einfach mal treiben und zeige euch mal kurz hier, was hier so an der Rheinpromenade in Neuwied los ist. Guck mal, das ist eine riesen Baustelle. So sieht das momentan aus. Richtig übel. Und in die andere Richtung, darunter, ist der Eingang zum Schlosspark und da werden wir jetzt mal hinlaufen. Ich denke mal, wenn ich drüben am Rhein angekommen bin, dann melde ich mich wieder. Bis gleich. Ciao. So Leute, sind wir mal hier unten am Rhein gerade. Hinten seht ihr nochmal die Brücke, die Raiffeisenbrücke und ja, das ist alles ein bisschen runtergekommen hier. Habe ich alles ein bisschen anders in Erinnerung aus meiner Kindheit. Da war das wirklich wunderbar, wunderschön hier. Und der Eingang zum Schlosspark ist direkt da oben. Da kann man eigentlich mit dem Fahrrad auch durchfahren. Der geht eigentlich im Grunde genommen vom Schloss Neuwied, was nicht öffentlich ist. Im Schloss Neuwied, da residiert die Fürstenfamilie zur Wied. Das sind so Verwaltungsgebäude und die wohnen da. Und da kann man nicht rein. Und Teil ist privat des Gartens, aber ein großer Teil ist halt öffentlich und das geht dann halt schließlich von dem Schloss nordwestlich Richtung bis zur Wiedmündung. Das ist ein kleiner Fluss, der wo Neuwied halt auch den Namen von hat bzw. bekommen hat und ja, ich schwimme gerade ein paar. Na? Hallo ihr drei, hallo. Ich will ein paar Apparate vorbei, aber da vorne steht auch direkt mal so ein kleiner Einkaufswagen im Wasser. Naja, gut. Ich gehe jetzt mal in den Park und filme euch ein paar schöne Impressionen und dann hören wir uns gleich mal zum kleinen Fazit wieder. Bis gleich. Pushing my limits and all the drive that I have. Well, I'm going the distance with you. I didn't know what I had till I knew what was missing. And everything that I dread, well, I built a resistance.
So Leute, jetzt gehen wir entlang hier dieser Steinmauer. Die Steinmauer, die ist wie gesagt vom Anfang des Schlosses bis so, ja, naja, 500 Meter darüber. Das ist der private Teil des Gartens, des Schlossgartens von der Familie, von der Fürstenfamilie zur Wied. Und ich hoffe, da vorne, so da vorne, fängt dann der öffentliche Teil an. Wenn wir uns anschauen, hier momentan ist noch nicht allzu viel Spektakuläres. Das einzige Schöne ist natürlich, man läuft die ganze Zeit am Vater Rhein vorbei. Und wie ihr wisst, ich liebe den Rhein. Wie gesagt, Rheinländer, Mittelrhein, Rhein ist immer schön am Rhein, Wasser im Allgemeinen. Und ja, wir gucken mal, wie es weitergeht. Ne? Bis gleich. So, jetzt bin ich hier unten am Rhein. Vorne, Moment, ich drehe mich mal rum. Da vorne mündet die Wied in den Rhein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Schlosspark ist wirklich verhältnismäßig unspektakulär und ziemlich ja, ungepflegt. Das habe ich noch aus meiner Kindheit, beziehungsweise ja, wo ich so 10, 12 Jahre alt war, anders in Erinnerung. Aber was will man machen? Ne? Also wie gesagt, Neuwied ist sowieso, die kriegen es einfach nicht hin, obwohl sie 10 Kilometer Rheinpromenade haben, da was Vernünftiges draus zu machen. Da müssen sie sich mal ein Beispiel da hinten an Andernach nehmen. Die haben es nämlich geschafft. Die haben die Stadt wirklich super in Schuss gebracht und Koblenz sowieso. Vielleicht müsste hier mal sowas in der Art wie eine Bundesgartenschau oder Landesgartenschau stattfinden, damit sich da was ändert. Aber wie auch immer, es ist wie es ist. Es gibt ein paar schöne Ecken im Schlosspark, aber eigentlich am schönsten ist es hier unten am Rhein. Fährt gerade oben ein Zug vorbei, ich hoffe, ihr hört mich noch. Und deshalb mache ich jetzt mal hier vorne, mache ich mal eine schöne Timelapse noch am Rhein und ein paar schöne Aufnahmen. Und dann gehe ich auch wieder langsam zurück zum Auto. Und wir hören uns aber gleich nochmal. Bis gleich. Timelapse ist am Laufen. Und dann können wir uns da vorne hinsetzen. Und dann noch ein bisschen schwätzen. Bis gleich.
heute. Habe ich ein schönes Plätzchen hier gefunden für die Abmoderation am Rhein. Ziemlich einsam. Fährt gerade ein schönes, dickes, fettes Containerschiff vorbei. Und im Hintergrund bin ich da noch eine schöne Timelapse am Machen. Sollte eigentlich ganz cool sein. So mit 3 Sekunden Zeitintervall. Autofokus lockt mit der Skyflow Timelapse App. Die habe ich euch ja. Genau, vor 3 Vlogs vorgestellt. Wenn nicht, verlinke ich das nochmal. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, der kurze Trip in den Schlosspark nach Neuwied, dann lasst doch ein Like da, lasst ein Abo da, kommentiert. Und ich muss sagen, naja, spektakulär ist es nicht. Für einen schönen kleinen Spaziergang am Rhein entlang ist es immer geeignet, weil ihr habt den Rhein halt. Das ist ja immer ein Eyecatcher. Der Schlosspark an sich, der taugt vielleicht mal gerade zum Hunde ausführen oder für ein bisschen mit dem Fußball rumzubolzen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das war früher mal ein bisschen schöner. Da gab es ein paar schönere Ecken, die habe ich überhaupt nicht mehr gefunden. Und Neuwied muss ganz schön was tun. Wir sind ja jetzt an der Deichmauer, an der Rheinpromenade am Umbauen. Habe ich euch ja gerade eben gezeigt. Ich bin mal gespannt, was das wird. So haben die keine Chance gegen die umliegenden Städte, Andernach, Koblenz und so weiter. Ja, also wie auch immer, der Vlog ist jetzt hier zu Ende. Ich denke mal, 2, 3 Cinematics am Rhein werde ich noch einfangen, bisschen B-Roll. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder auf meinem Kanal Franks Vlogs. Macht's gut, ciao, haut rein, bye bye und tschüss.